Moin Moin, schön, dass Sie wieder dabei sind. Die Auswertung unserer Belege beruhte zunächst auf der Erkenntnis, dass jeder Geschäftsvorfall zu einem Wertezufluss und einem Werteabfluss in gleicher Höhe führt. Ich muss diese Aussage hier nun präzisieren, denn wir haben gesehen, dass sich durch die Wertezuflüsse und Abflüsse mehrere Positionen verändern können. Halten wir also fest, jeder Geschäftsvorfall führt zu Wertezuflüssen und Werteabflüssen in gleicher Höhe. Wenn wir über diese Erkenntnis nachdenken, dann zieht sie in logischer Konsequenz folgende Thesen nach sich. Erstens, Wertezuflüsse und Werteabflüsse sind immer im Gleichgewicht. Hier ergibt sich übrigens ein Bezug zu den Erfindern der Buchführung, den Italienern. In der italienischen Sprache bedeutet das Wort bilancere im Gleichgewicht sein. Das ist die sprachliche Wurzel des Begriffes Bilanz. Unsere grundsätzliche Erkenntnis, dass jeder Geschäftsvorfall zu Wertezuflüssen und Werteabflüssen in gleicher Höhe führt, zieht aber auch nach sich, dass dann zweitens die Summe der Vermögenswerte immer der Summe der Schuldenwerte und drittens die Summe der Aufwendungen immer der Summe der Erträge entspricht. In den folgenden Videos wollen wir diese Thesen überprüfen.